Bevor das Video anfängt, will ich euch einmal ganz kurz bitten, schaut euch das Video bitte bis zum Schluss an. Wir erklären, warum so lange keine Videos mehr kamen, was das mit der absolut unglaublichen Inkompetenz des GommaHD.net-Teams zu tun hat. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr euch das Video zu Ende anguckt und danach eure Meinung in die Kommentare schreibt. Die würde mich sehr, sehr interessieren. Und sonst würde ich euch bitten, ich habe jetzt seit einem knappen Jahr keine Videos mehr hochgeladen, lasst ein Like da, schreibt einen netten Kommentar für den Algorithmus, das würde mich sehr freuen. Aber vor allen Dingen schreibt bitte eure Meinung dazu, die würde mich unglaublich interessieren. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video und let's go. Einen wunderschönen guten Mittwoch. Ist schon lange her, dass wir uns auf dem Kanal gehört haben. Wir haben heute ein wunderschönes Video, mit dabei ist der liebe Tim. Tim, willst du mal was sagen? Nein. Dann halt nicht. Auf jeden Fall ist das ein wunderschönes Video, wo ich jetzt im Grunde genommen erkläre, beziehungsweise wo wir erklären. Tim? Wir erklären, was erklärt werden muss. Sehr gut. Wir erklären, warum so lange keine Videos mehr kamen und vor allen Dingen, was das mit dem wunderschönen GommaHD.net-Server zu tun hat. Ich finde es immer noch frech, dass sie damals meinen Premium-Plus-Antrag abgelehnt haben. Ich habe alle sieben Baum etwas. Klaus hat keine 2000 Euro überwiesen. Ich hätte ihm ja einen Baseballschläger überwiesen. Darum geht es jetzt aber auch nicht. Wo waren wir stehen geblieben? Ich weiß es nicht. Zu Beginn des Videos würde ich mich sehr freuen, wenn ihr euch das Ganze bis zu Ende anhört. Es ist ziemlich lächerlich, also ihr werdet bestimmt irgendwas zum Lachen haben oder irgendwas, wo ihr euren Kopf gegen die Wand schlagen wollt. Das ist ja ähnlich gut. Und es würde mich sehr freuen, wenn ihr dem Video ein Like da lasst und einen netten Kommentar schreibt für den Algorithmus. Ich werde jetzt zum Dezember wieder ganz viele Videos machen, weil ich habe ein großes Ziel. Ich will meine All-Time-YouTube-Einnahmen verdoppeln. Von 0 Euro und 0 Cent auf 0 Euro und 0 Cent. Und daher wäre es echt nice, wenn ihr fleißig kommentieren würdet und ein Like da lassen würdet, damit wir das in diesem Dezember schaffen können. Ihr wisst, Dezember ist der Monat mit der höchsten CPM. Da ist es realistisch, dass wir von 0 Cent auf 0 Cent das Ganze verdoppeln können. Und ich wünsche euch schon mal ein frohes neues Jahr 2023, weil ich nicht glaube, dass dieses Video im Dezember kommt. Ausschließen kann ich es nicht. Gut, weiter im Text. Anfang letzten Jahres, irgendwann Mitte Januar, hatten Tim und ich die Idee, dass wir ein Format machen, wo wir in unserem damaligen... Tim, würdest du sagen, dass unser Lieblingsspielmodus war? Ja, wir haben ihn zumindest am meisten gespielt. Also in unserem damaligen, zumindest meistgespielten Spielmodus, wollten wir eine Videoreihe machen, wo ich in die Top 500 All-Time mich mit Tim zusammen in diesem Spiel hochschwitze. Tim war schon in den Top 500, aber es ging ja um mein Ranking, weil ich bin der YouTuber und ich bin auch der Berühmte von uns beiden. Tim kennt ja niemand. Tim ist ja irrelevant, ne? Und ich meine, hingegen, ja. Ich bin ja schon fucking famous und so, ne? Naja, hat Basti GHG Screenshots von mit dir in seinem Screenshot-Ordner? Hat sich Basti GHG deine Anmod angehört? Hat sich Basti GHG deine Anmod angehört, weil ich ihm gespendet habe? Nee, ich weiß gar nicht, was du meinst. Ja, da kommen wir jetzt noch auf die Spur. Dieses Video wird immer professioneller. Guter Anfang. Auf jeden Fall wollten wir ein Spiel, wollten wir halt ein Video machen, wo wir uns in, oder wo ich mich in die Top 500 reingrindet. Zu dem Zeitpunkt war ich Platz 572 im Ranking mit 407 Spielen und 248 Siegen in dem Spielmodus. Wir hatten auch die erste Aufnahme eigentlich schon komplett fertig aufgenommen. Hatten einen Win für die erste Aufnahme erspielt. Auf jeden Fall sollte es halt, wie gesagt, ein Spielmodus werden, wo ich mich in die Top 500 grinde. Das wären wahrscheinlich ganz gut was an Videos geworden. Wir hatten eigentlich den Plan, das wöchentlich zu machen. Das heißt, mindestens ein Video pro Woche wäre davon gekommen. Und on top hatten wir vor, auf meinem Twitch-Channel das Ganze noch zu livestreamen, wo dann halt in den Videos so eine kleine Zusammenfassung gekommen wäre, dass wir ein paar Runden gemacht haben, dass wir alles gewonnen haben, weil wir so krass sind. Das war so im Grunde genommen das Ziel. Tim? Warte, ich finde es gut, dass du wöchentlich auch mal erklären musst. Das mache ich auf die Gefahr hin, dass ein Jan meine Videos schaut. Das wird er wahrscheinlich nicht. Das glaube ich auch nicht. Aber falls, dann ist es hilfreich, wenn ich es erkläre. Ja. Übrigens, für den Kommentar gerade bitte nur ausgewählte Jans angegriffen fühlen, nicht alle Jans. Dankeschön. Wir wollten wöchentlich Videos machen. Tim, willst du noch mal ganz kurz erklären, was wöchentlich bedeutet in dem Kontext? Zwei Videos pro Stunde, optional auch drei Videos pro Sekunde. Das ist vollkommen richtig. Und wie der Zufall so wollte, wurden wir unmittelbar nach der ersten Runde. Wir sind in die zweite Runde reingegangen, wollten direkt die nächste Aufnahme schon mal hinbekommen. Unmittelbar nach der ersten Runde
wurden wir gebannt. Das Lustige ist, wir wurden nicht für Trolling gebannt, was ich nur auch vollkommen verstehen könnte, so wie wir jetzt in manchen Runden gespielt haben. Ess nicht, was du willst. Junge, die Runde, wo wir den Typen in seiner Base mit Zäunen eingebaut haben. Die war doch echt lustig. Wir wurden für Kleinmodifikationen gebannt. Unerlaubte Kleinmodifikationen. Das Problem ist, weder Tim noch ich haben etwas derartiges installiert gehabt. Daraufhin haben wir ein EA gestellt, wo wir halt schreiben, ey, ich weiß nicht, was das soll, was denkt ihr, wer zum Fick ihr seid? Und ich war eigentlich schon an dem Punkt raus, wo geantwortet wird, vielen Dank für deinen Entbannungsantrag und dein Interesse am Netzwerk. Ich find's gut, dass ich gebannt wurde, während ich auf dem Server war und sie mich fragen, wann ich den Bann erstmals festgestellt habe. Ja, keine Ahnung, Bro, vielleicht als ich gebannt wurde? Ich komme immer noch nicht auf diesen Junge, jetzt mal ernsthaft, hatte der Down-Syndrom? Oder was war das Problem? Haben wir dann ein bisschen hin und her geschrieben beim EA. Ein Zeitraum von Wochen. Der Moderator hat teilweise eine halbe Woche gebraucht, um uns zu antworten auf die EAs, was hilfreich ist für eine schnelle Bearbeitung in dem Kontext. Und wir haben halt gebeten darum, dass sie uns die Beweise schicken für besagte Client-Modifikationen, weil wir uns das nicht erklären konnten. Ja, auf die Aufforderung ist der Moderator nicht eingegangen. Er hat uns lieber gefragt, wann wir das letzte Mal auf dem Netzwerk gespielt haben, ob uns unsere Accounts gehören. Ey, das wollte ich gleich noch anmerken. Ob wir in der Vergangenheit schon Regelverstöße begangen haben, was er, by the way, einfach fucking nachgucken könnte. Er schreibt das, braucht einen Tag zum Antworten, er hätte es einfach selber nachgucken können. Ja. Das wäre 150 Mal schneller gegangen. Aber okay. Ja. Dann kommen wir zu meiner persönlichen Lieblingsfrage. Er hat mich gefragt, woher ich meinen Mitspieler kenne. Das wollte ich gleich mal anmerken. Etwas, aber zu langsam. Das wird rausgeschnitten, was du gerade gesagt hast. Das ist illegal. Er hat uns halt Real Talk gefragt, woher wir uns kennen. Und egal bei welchem Regelverstoß, sei es Client-Modifikation, sei es Trolling, sei es Stats-Boosting, sei es Spawn-Trapping oder sonst was, es ist komplett scheißegal, woher wir uns kennen. Das geht ihnen Scheißdreck an. Und es tut absolut gar nichts zur Sache. Und deswegen frage ich mich in erster Linie, warum es überhaupt gefragt wurde. Ey, Nick. Lass uns mal beim Gomma HDNet Support bei dieser E-Mail-Adresse über den Moderator beschweren. Also abgesehen davon, dass der EA jetzt ungefähr 11 Monate her ist, aber okay, das ist was anderes. Was ich gerade viel besser fand, war in den Teamspeak Support gehen und fragen, woher sie die anderen Moderatoren kennen. Gut, Fiete. Tut mir leid, ich muss jetzt aus dem Cut mal dazwischen grätschen, weil Tim und ich ab da den Faden so extrem verloren haben, stellenweise, dass das Video am Ende sonst eine gute Dreiviertelstunde dauern würde und das würde hier halt ein bisschen den Rahmen sprengen. Auch wenn Tim und ich eine Dreiviertelstunde gegen diesen absolut inkompetenten Typen ranten können. Das gebe ich euch schriftlich. Wir kommen jetzt zu einer genialen Frage, die ich persönlich finde. Man muss wissen, der Moderator hat uns 1:1 dieselben Antworten geschickt. Wirklich Copy-Paste. Und wir wurden für die gleichen Gründe gebannt. Wir wurden im Abstand von einer Viertelsekunde gebannt. Und dazu haben wir dieselben Antworten vom Moderator. Dann sind Tim und ich irgendwann hingegangen und haben gesagt, dass wir jetzt auch unsere Antworten identisch machen, weil er das auch macht. Wir haben es in dem Punkt halt einfach nicht mehr eingesehen, dass wir uns doppelte Mühe machen, zwei verschiedene Antworten, zumindest teils verschiedene Antworten, zu schicken, wenn der Moderator das anscheinend auch nicht hinbekommt. Daraufhin dachte sich der Moderator, dass er sich bisher noch nicht genug zum absoluten Clown gemacht hat und er wollte schauen, ob er noch einen drauflegen kann. Und das hat er auch geschafft. Hey ho! Warum bearbeitet ihr eure EAs gleich meist mit ein und derselben Antwort? Entbannungsanträge sollten nur zwischen Team und dem entsprechenden anfragenden Spieler kommuniziert werden und nicht an Dritte gelangen. Der Typ, der uns mit Ausnahme von einer Antwort identische Fragen/Antworten gegeben hat, beschwert sich darüber, dass wir das fucking selbe machen wie er? Ja, das ist absolut logisch auf Basis von GomHDNet-Mitarbeitern. Übrigens, wir haben es in den Regeln nachgelesen. Es steht nirgendwo drin, dass man Entbannungsanträge nicht teilen darf. Und darüber hinaus haben wir auch gesagt, dass wir in den GomHDNet-Regeln nachgeguckt haben und dass in den GomHDNet-Regeln, wie gesagt, nicht drin steht, dass man
Entwarnungsanträge nicht mit Dritten teilen darf. Nachdem wir ihm mitgeteilt haben, dass es anscheinend erlaubt ist, ist er darauf einfach gar nicht mehr eingegangen. Wäre jetzt ein bisschen übertrieben, ne? Du sagst, warum macht ihr das? Weil das sollt ihr nicht. Und dann sagen wir, ja, aber wir dürfen es. Und dann ja, ne? Also als Moderator muss man ja anscheinend auch die Regeln nicht kennen. Ich meine, das ist dieser Fall ist ja Proof dafür, dass man als Moderator anscheinend die Regeln nicht so wirklich kennen muss. So, zu diesem Zeitpunkt war schon eine Woche ungefähr ins Land gezogen und der Moderator hat es immer noch nicht hinbekommen, uns den Beweis zuzuschicken, obwohl das irgendwie so in etwa irgendwo im Gommel-Regelwerk drinsteht, dass man einen Anspruch auf den Beweis hat. Was hingegen anscheinend nicht im Gommel-Regelwerk drinsteht, ist, dass der Moderator nicht vorher noch persönliche Fragen stellen darf, die ihn eigentlich nichts angehen, weil es absolut gar nichts mit dem Sachverhalt zu tun hat. Das ist anscheinend erlaubt laut Gomme-Regelwerk. Dann haben wir nach einer fucking Woche, wer es sich nochmal betonen will, einen Beweis zugeschickt bekommen. Den habe ich leider nicht runtergeladen. Der ist leider nicht mehr öffentlich, daher kann ich ihn jetzt nicht zeigen. Laut dem wir unsere Stats geboostet haben sollen. Stats-Boosting ist nicht so ganz das, was in dem Screenshot, den ich euch eingeblendet habe, in dem Bannscreen, der mir angezeigt wurde und Tim, so ganz zu sehen ist. Ich wüsste wirklich gerne, ob einfach ein Moderator es geschafft hat, Cheating und Stats-Boosting zu verwechseln oder was irgendwie das Problem dabei ist. Weil, falls ihr es nicht wusstet, das ist nicht das fucking selbe. Das haben wir haben ihm dann auch geschrieben, dass wir, dass der Banngrund ein anderer ist und dass, wenn irgendwie ein falscher Banngrund angegeben wurde oder sonst was, man das unmittelbar in der ersten Antwort auf den EA ganz klar so hätte kommunizieren müssen, wenn man nicht will, dass man von anderen für einen absolut geistig minderbemittelten Clown gehalten wird. Was die ja anscheinend wollen, weil anders kann ich mir das echt 0,0 erklären. Darüber hinaus haben wir auch gefragt, warum wir dann so viele Fragen gefragt wurden, die offensichtlich absolut gar nichts damit zu tun haben, ob wir VPNs benutzt haben, ob wir schon mal gebannt wurden, was er, wie gesagt, deutlich effizienter selber hätte nachgucken können, woher wir uns fucking kennen, was ihn einen Scheißdreck angeht. Daraufhin hat der Moderator den Gomme-Standard-Move gepult. Wenn wir unangenehme Fragen haben, auf die wir keine Antwort haben, wo wir eigentlich eingestehen müssten, dass es absoluter Schwachsinn war, dann ignorieren wir die Frage einfach. Das ist irgendwie der Signature-Move vom Gomme-Team. Aber jetzt kommen wir zum Punkt, den ich eigentlich am besten finde, der Punkt, warum das Gomme-HD.net-Teams anscheinend nur ein Haufen Clowns sein kann. Und das ist der Point, dass wir ja anscheinend für Stats-Boosting gebannt wurden, weil wir 0,0003 Cookies in der Cookie-Runde mehr eingesammelt haben, als es notwendig gewesen wäre, um zu gewinnen. Das Lustige ist, dass wir vorher mal eine Runde hatten, wo wir Typen haben, die uns getrollt haben und die ganze Zeit Cookies eingesammelt haben, die Runde 100 Mal hätten beenden können, es aber nicht gemacht haben. Die haben wir dann reported. Wir haben dann ein paar Tage später die Typen wieder eine Runde gehabt. Ergo wurden sie nicht gebannt. Woraufhin ich in Teamspeak gegangen bin. Im Teamspeak habe ich dann gefragt, ob es nicht entweder Trolling ist, weil sie unseren Turm die ganze Zeit zersprengt haben und uns gespawntrapped haben, oder ob es Stats-Boosting ist, weil sie sich gefühlt eine halbe Milliarde Cookies gefarmt haben. Auf die Frage, ob es Trolling oder Spawntrapping oder ähnliches sei, hat der Moderator gesagt, dass er es nicht beurteilen kann, weil er das Replay nicht gesehen hat. Aber zur Frage vom Stats-Boosting hat er mir gesagt, dass es nur dann Stats-Boosting sei, wenn man entweder seine KD boostet oder sich im Ranking boostet, sprich Wins. Cookies haben keine Auswirkung auf KD, die in Cookies by Way nicht mal getrackt wird, meines Wissens nach. Noch haben sie eine Auswirkung auf das Ranking. Der Moderator im Entbannungsantrag hat mir daraufhin geschrieben, dass es ja egal ist, ob sich die Cookies aufs Ranking auswirken oder nicht. Das heißt, wir haben einen Moderator, der mir im Teamspeak Support versichert, dass die Spielweise, die wir genommen haben, erlaubt ist auf dem Server. Ein anderer Moderator gibt uns dafür einen Permaban. Tim und ich kennen ein paar Team- und Ex-Teammitglieder vom Gomme-Team und haben in der Zeit, während wir den ER bearbeitet haben,
mit vielen von denen geschrieben oder geredet. Und das Interessante ist, wir hatten teilweise wirklich einen Ex-Moderator, der das Gomme-Team gelieft ist, weil er sagt, es ist ihm so auf den Sack gegangen, dass die Teammitglieder selber teilweise nicht wirklich vernünftig über die Regeln informiert waren und dass jeder das halt irgendwie anders ausgelegt hat und dass du 3 Teammitglieder fragen konntest und 4 verschiedene Antworten bekommen hast. Deswegen ist dieser Moderator, deiner Aussage zufolge, tatsächlich geliebt. Das heißt, es ist anscheinend auch keine Seltenheit, inkompetente Moderatoren im GommaHD.net-Team zu haben. Dann kommen wir nochmal zu einem sehr lustigen Teil, wie ich persönlich finde, denn Tim und ich haben aus privaten Gründen und arbeitsbedingt mal zur Abwechslung so lange gebraucht, um auf den ER zu antworten, wie der Moderator selber, nämlich ungefähr eine halbe Woche. Woraufhin der Moderator einfach, ohne irgendwie zu fragen, ob wir noch was dazu sagen wollen oder sonst was, ohne irgendeine Vorwarnung, hat er den ER einfach straight up geschlossen. Einfach straight up abgelehnt. Geiler Job vom GomHD.net-Team. Wir haben dann einen neuen ER geschrieben und haben uns auf den alten ER weiterbezogen, da die ERs selber vom GomHD.net-Team einsehbar sind. Was eine so lustige Side-Story dazu ist, ich war mit einem GomHD-Teammitglied auf dem Teamspeak und er hat sich einen alten ER zu einem Chatband von mir angeguckt, weil ich ihn danach gefragt habe und er hat mir einfach gesagt, dass dieser Chatband vom Moderator regelwidrig war, dass der gegen die Regeln des Netzwerks anscheinend verstoßen hat mit diesem Bann. Da sind wir jetzt wieder bei dem Punkt, dass sie wirklich alles dran setzen, damit man sie für einen Haufen inkompetente Clowns hält. Wir haben dann nochmal so sinngemäß geschrieben, dass wir es scheiße finden, dass uns ein Moderator eine Sache sagt und wir dann einen Permaban bekommen dafür, dass wir uns an die Regeln halten, die uns der Moderator so bestätigt hat. Weil wenn ich in den Teamspeak Support von einem Server gehe, dann muss ich mich darauf verlassen können. Aber vor allem hätte ich mir halt vom Team gewünscht, dass sie sagen, okay, weißt du was, ich habe diesen Account jetzt seit 5 Jahren. In diesen 5 Jahren habe ich mir 6 Chat-Mutes zu Schulden kommen lassen, von denen 2 15 Minuten waren. Abgesehen davon habe ich nie irgendwie gegen die Regeln verstoßen und ich hätte mir da halt gewünscht, dass sie sagen, okay, weißt du was, du hast einen Account jetzt seit Ewigkeiten, du hast nie gegen die Regeln verstoßen und du kannst nichts dafür, wenn dir ein Teammitglied im Teamspeak-Support Bullshit erzählt. Und ich würde sowas ja gerne aufnehmen, aber auch das darfst du ja nicht im Teamspeak-Support. Ich hab fast schon das Gefühl, dass da Methode hintersteckt. Dass sie sagen, ja, okay, wir können jetzt das im Teamspeak-Support sagen, aber wir verbieten es dir aufzunehmen, weil sonst hättest du einen Beweis, dass die Moderatoren ja anscheinend teilweise die Regeln nicht vernünftig kennen. Aber das haben sie halt nicht gemacht. Vor allen Dingen, dass dann unsere Stats weg waren, hat Tim und mir extrem die Luft rausgenommen. Und dann kam halt noch ein Haufen privates Zeugs dazu und dann war halt bei mir wirklich einfach nach diesem Bann die Motivation komplett weg. Nach diesem Bann war bei mir halt komplett die Luft raus. Wir waren 1,5 Monate gebannt, wir haben die Stats verloren, an denen wir 3 Jahre lang gearbeitet haben und alles das, weil ein Moderator im Teamspeak-Support selber seine Regeln nicht kennt. Ganz ehrlich, das ist halt scheiße. Nichtsdestotrotz habe ich in der Zeit ein paar Videos gemacht, ein paar sehr geile Videos. Das Video, was, glaube ich, das geilste Video auf meinem Kanal sogar werden könnte, kommt am 25. Dezember um 14 Uhr raus. Also stellt euch da auf jeden Fall einen Wecker, abonniert mich und macht die Glocke an, um das nicht zu verpassen. Wie aktiv wieder Videos kommen werden, weiß ich nicht. Minecraft ist im Grunde genommen immer noch in diesem Kanal das Main Game. Es ist im Grunde genommen, Minecraft ist das Upper Rate von diesem Kanal. Es ist the Main Character. Wie aktiv Videos kommen werden, weiß ich nicht. Aber ich habe erstmal ein paar sehr, sehr geile Videos fertig gemacht über die letzten Wochen und Monate. Das heißt, die werden jetzt auf jeden Fall erstmal kommen. Und da könnt ihr euch auf jeden Fall auf was freuen. Weil die sind wirklich, wie ich persönlich finde, unglaublich geil geworden. Dann würde ich mich freuen, wenn ihr eure Meinung zu dem Ganzen in die Kommentare schreibt. Das würde mich sehr interessieren. Und wenn ihr natürlich wie immer ein Like da lasst, mich abonniert, wenn ihr das noch nicht getan habt. Mein Twitch auscheckt, das streame ich so ziemlich jeden Freitag mit Tim zusammen. Und dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat und dass wir uns im nächsten Video wiedersehen oder im nächsten Stream. Bis dahin. Ciao. There's no time for regrets. I've been flying from town to town. From London to Taiwan. I've been all around the globe.
Nee, Nick, vielleicht liegt das daran, dass du, Nein, das liegt nicht daran, dass ich gerade mein Mikro einen gegeben habe. Junge! Was lässt du mich hier so hängen? Soll ich dich mal hängen lassen? Dann aber vom Strick.